Wir sind heute auf dem Mannheimer Maimarkt und ich stehe hier vor dem Zelt der Kreativwirtschaft. Hier sind unter anderem die Vipra School of DJing und das Kulturnetz Mannheim vertreten. Und was wir hier alles gefunden haben, das seht ihr jetzt. Hallo, mein Name ist DJ Hummel und ich bin Video-DJ von und für die Media Pioneers. Und unsere Spezialität ist, dass wir eben nicht bloß normal auflegen mit Laptop und mit Musiktiteln, sondern eben auch mit Videos und mit Visuals. Sprich, wir haben eigentlich genau dasselbe Prozedere mit unseren Geräten wie ein DJ oder mit den Laptops. Aber wir haben den entscheidenden Vorteil, dass wir noch Einfluss aufs Bild haben. Und das macht die ganze Sache spannend, weil wir, wenn wir 80er spielen, dann eben zum Beispiel nicht bloß Musik der 80er spielen, sondern man dann auch die Helden von damals wirklich sieht. Also sprich den Bohlen oder die Cyndi Lauper oder Frankie Goes to Hollywood im Bild, und das ist natürlich dann auch extrem lustig. Oder auch bei aktueller Musik, wie hier zu sehen ist, dass wir da eben dann auch kreativ ins Bild mit einwirken, sprich das Ganze im Betrieb verfremden. Das gibt es in der kleinen Form. DJ, der mit Visuals noch zusätzlich arbeitet, das mache ich meistens, oder eben auch in der größeren Form, dass wir als DJ rausgehen mit einem VJ noch dazu, was dann also wirklich ungeahnte Möglichkeiten aufmacht für den Laden und für die Veranstaltung. Wir sitzen in Mannheim. George Mirenes, freischaffender Künstler aus Mannheim, ist hier in der Kreativwirtschaft, Wirtschaftshalle in Mannheim vertreten. Was sind so Ihre Künste? Ja, also meine Kunst hier in Mannheim, in dieser Halle Kreative Wirtschaft. Ich versuche eigentlich meine Kunst zu präsentieren. Das ist die Malerei und die Bildhauerei. Machen Sie auch Malkurse oder was bieten Sie noch an? Also ich habe Beispiel, ich biete auch Malkurse, das sind zweimal im Jahr, gibt einmal Bildhauereikurse und einmal Malerei. Und dann, was ich dann für mich persönlich mache, ist diese Variante, wie ich dann wirklich mal Idee habe. Einmal mache ich ein Bild, fange ich an und lasse ich stehen und fange ich eine Skulptur an. Oder so in Gleichzeit zwei verschiedene Themen, Bildhauerei, aus Steinarbeiten oder Malerei, und das gibt sich manchmal eine Inspiration von beiden Seiten, von der Skulptur und von dem Bild. Ne? Und das ist eigentlich das Schönste. Ja. Wer noch mehr über George erfahren möchte, kann auch ins Internet gehen unter www.mirenes-art.com oder eine Mail schreiben an mirenes@web.de. You come and give me courage when the pressure is on, when I'm pushed to doing what I should and to. You take away my worries, fly away, fly away, fly away. Like to see the color in their eyes, oh, the people walking. Why I'd like to see it. And I like to see the color. So, wenn euch die Musik gefallen hat, dann schaut mal ins Internet unter myspace.com
dominikbär.de/ ist es immer, ne? Dominik Bär mit K und wieder Bär, B-A-E-R. Da sind Events, da sind die Konzerttermine drauf, da sind auch Hörproben, wir haben auch CDs natürlich. Schaut einfach mal rein, schaut auch auf Facebook unter Dominik Bär und wir freuen uns, euch vielleicht bei einem Konzert begrüßen zu können. Innensprodukte, das ist Silofutter. In den Gasthäusern wird der Kartoffelsalat aus dem Eimer genommen. Der wird nicht mehr selber gemacht. Ja, ich weiß, ich soll die Maschine vorführen, okay? Machen wir die Maschine wieder weiter. Meine Tochter, die habe ich in Mexiko gezeigt. Habt ihr gewusst, dass Mexiko mal zu Österreich gehört hat? Nein. Okay. Nichts gelernt in der Schule. Die Äpfel kommen vom Bodensee, sind 17 Mal gespritzt, da ist überhaupt kein Wurm mehr drinnen. Kommen auch vom Bauernhof. Das Blöde ist das, wenn wir die Äpfel nicht spritzen, können wir sie nicht verkaufen. Weil die Leute in der Stadt, die haben Angst, die wollen alles biologisch. Aber vor jedem Wurm rennen sie davon. Wie ich klein war, ich habe viele Würmer gegessen. Wenn die Kirschen reif waren, haben wir einfach runtergeschluckt, stimmt's? Meine Tochter kommt aus Mexiko, die isst sogar die Würmer ohne Kirschen. Das ist normal in Mexiko, schaut aber nicht schlecht aus. Dumm, muss die mal filmen, ja, damit sie sieht.